Hallo, willkommen, das ist der René Rossen vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Wieder ein Tasmanian Tiger Produkt und zwar das Compact Pack. Schauen wir uns mal gleich an, was im vorderen Bereich zu finden ist. Das sind zwei Fronttaschen. Die untere Tasche hat hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 solche elastischen Bänder, um Ausrüstungsgegenstände zu fixieren. Und du hast hier noch einmal eine Netztasche, die über den gesamten Bereich der Außentasche geht, um noch einmal etwas zu verstauen. Der Zip geht nicht bis ganz runter, das ist wichtig, sondern es bleiben ungefähr, ja, ich würde sagen 5 cm stehen. Das heißt, du kannst es runterklappen und in diesem Bereich, da speziell wenn man irgendwo reingreift und Kleinteile hat, dann bleibt das bestehen, ohne dass es gleich hier rausfällt. Das heißt, du kannst es nicht komplett öffnen, hat Vor- und Nachteile, musst dir ganz einfach bewusst sein. Zwei Wege Reißverschlusssystem, das heißt, du kannst es von beiden Seiten schließen. Hier draußen einerseits Molle Schlaufen zum, also ein Molle-Webbing, um Schlaufen von Molle einzubringen. Hier kannst du noch einmal ein Glätt drauf geben, wenn du magst. Das ist mal das eine. Dann die obere Fronttasche, wieder ein Zwei-Wege-Reißverschlusssystem. Gemacht ist das Ganze analog zur unteren Tasche. Das bedeutet, du hast auch hier wiederum den Bereich, der sich nicht ganz öffnen lässt. Wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dieser elastischen Bänder. Wieder eine Netztasche. Langweilig, wenn ich so sagen mag. Was hier noch dabei ist, ist ein kleiner Clip. Den haben wir hier, damit man Schlüssel oder sonst irgendetwas anbringen kann. Ja gut, das ist mal der vordere Bereich. Dann, es gibt natürlich auch ein Hauptfach. Und dieses Hauptfach, ja, ist auch wieder analog aufgebaut, dass man es nicht ganz öffnen kann, sondern hier sind es ungefähr, ich würde sagen, naja, 13 cm ungefähr, jetzt geschätzt, ja, die verschlossen bleiben. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Tasche, aber eine kleine Tasche, das ist so ein Schlüsselfach, wenn man so mag, ja, hier in diesem Bereich. Dann hast du da eine große Tasche, ja, einerseits um, ja, vielleicht ja, Ausrüstungsgegenstände reinzukriegen, eine Trinkblase reinzugeben, wie auch immer das gestaltet ist. Hier oben ist auch ein kleiner Glätt, um zum Beispiel eine Trinkblase anzumachen, einen Schlüssel anzubringen, einen Regenschutz anzubringen, wie du magst, ja, einfach als Idee. Da hinten, ja, da hast du den Zugriff zu der Kunststoffplatte, das ist die Rückenplatte, aber auch da kannst du jetzt zum Beispiel noch kleine Dinge dazugeben, Kleinigkeiten, wirklich Kleinigkeiten, Geld oder in einen Sackerl oder so irgendetwas, weil das dann noch einmal verpackt ist. Kann sein, muss aber nicht sein. Hier unten, ja, wenn wir den Rucksack jetzt hier komplett öffnen, da hast du dann noch einmal die Möglichkeit, schön Stauraum reinzugeben. Es ist ohnehin bei Tasmanian Tiger meiner Meinung nach so, dass die Teile, ja, wie soll ich sagen, ja? Sie schreiben zum Beispiel, dieser Rucksack hier hat 22 Liter, aber einfach das, was man da drin verstauen kann, ist meistens ganz einfach gefühlt mehr. Also im Vergleich zu anderen Herstellern übertreiben die nicht, sondern ja, die sind sogar, das ist meine Erfahrung, sogar noch ein bisschen drunter gelegt. Was ist mit diesem Reißverschluss? Der Reißverschluss ist natürlich jetzt nicht hundertprozentig wasserdicht, aber da du hier eine Klappe drüber hast, das ist jetzt, betrifft auch die Fronttaschen, ist das relativ gut geschützt. Jetzt nicht nur von Regen, und sondern wenn es drauf schneien würde als Beispiel, ja, dann kann das da nicht so, kann der Schnee da nicht so gut hin. Also ist gut gemacht. Hier hinten die Möglichkeit zur Trinkblase zu kommen, ist ganz fein. Hier am Griff, der Griff ist auch gut gemacht. Er ist nicht so gepolstert wie bei den neuen Modellen, bei den MK3s und MK2s der neuen Serie, aber trotz alledem angenehm und ja, ist absolut in Ordnung. Gehen wir zum System, zum Tragesystem. Das hier ist ein Tragesystem, das ein bisschen anders gemacht ist, das ich aber persönlich sehr gerne mag. Ich habe zum Beispiel das Observer Bag auch im Einsatz, da ist das genauso gemacht. Du hast jetzt hier zwei meiner Meinung nach gut gepolsterte Riemen. Was du hier dabei hast, und das ist teilweise nicht immer so, muss man auch sagen, ist, du kannst das ja einstellen. Ja? Du kannst jetzt hier noch einmal die Länge verstellen und dann ist halt da so ein Hubel dran, ja? Nämlich ein Schnürl, und das ist irgendwie, wie soll ich sagen, fad. Das bedeutet, das kannst du aufklappen, da ist ein Elastikband, um das Ganze hier, ja, zu versorgen. Und kann man jetzt noch schöner machen, ich habe es jetzt auf die Schnelle gemacht und die Sache ist erledigt. Und wenn du es wieder aufmachen willst und verstellen willst, kannst du das gerne tun. 2D-Ringe zum Einhängen von Ausrüstung, da natürlich ein Brustgurt, das gehört auch dazu. Hier unten
noch einmal die Möglichkeit zu verstellen und auch wieder hier dieses Webbing, also dieses Klettband, um diesen Teil der Schnur aufzubringen und zu verstauen, gut gemacht. Dann haben wir hier natürlich einen Gurt, einen Bauchgurt, einen Hüftgurt. Bei dem ist es jetzt zum Beispiel so, dass er da auf beiden Seiten noch einmal die Möglichkeit hat, eine kleine Tasche. Es ist kein Varia Belt, so wie wir das jetzt zum Beispiel bei dem MK3 haben, wo wir dann noch ein Molle-System drauf haben, um da was drauf zu poppen. Das geht hier an der Stelle nicht, aber das ist ganz einfach so. Es ist aber trotz alledem möglich, dass du hier mittels Klettverschluss, den Hüftgurt abmontierst, wenn er dich stört, wie du magst, ist deine Entscheidung. Hier auf der Seite noch einmal die Möglichkeit, Molle-Schlaufen anzubringen. Da hast du noch einmal eine Schlaufe, um einerseits was anzuhängen, wobei das ist nicht unbedingt das Thema, aber wenn ich zum Beispiel an Gehstöcke oder irgendwas anderes, was halt ein bisschen länger ist, da durchhängen lassen mag, dann ist das eine gute Möglichkeit. Oder eben um das Ganze jetzt noch einmal zu ziehen. Wie auch immer, ja, kann man nutzen, wie man es braucht. Hier gibt es die Möglichkeit, eine Schlaufe durchzuziehen. Das ist hier auf beiden Seiten, um da noch einmal Kompression zu schaffen. Das ist ohnehin gegeben, dass man hier hat man Kompressionsschlaufen auf beiden Seiten, ja, die man zumachen kann, aber nicht unbedingt muss, noch einmal Ausrüstung zu verstauen. Hier gibt es noch einmal die Möglichkeit, was anzuhängen. Also insgesamt ein kleines, feines Rucksack, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, das wie immer bei Tasmanian Tiger wertig verarbeitet ist. 22 Liter, etwas, was man vielleicht einfach so auch in der Stadt mitnehmen kann, ist sehr unauffällig, passt aber trotzdem einiges rein. Das soll es an der Stelle gewesen sein zum Tasmanian Tiger Compact Rucksack, 22 Liter. Und wenn es dir taugt, da unten, da ist ein Link und da kannst du draufklicken, kannst die ganzen technischen Daten dir anschauen, kannst die Möglichkeit dir anschauen zum Preis und all diese Dinge. Ganz klar, wenn dir das Video getaugt hat, dann bitte einen Daumen nach oben, da würde ich mich irrsinnig freuen. Wenn du das erste Mal hier bist und sagst, ja, den Reine, den finde ich toll und ich mag öfter solche Produkte haben, da oben, ja, da hast du eine Möglichkeit drauf zu klicken, dann kannst du mich abonnieren. Ein Kommentar würde ich mich auch irrsinnig freuen drüber. Ich sage danke fürs Dabeisein, dein Reine Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Bis bald, ciao.